Hallo zur neuen Folge von Gerrits Tagebuch. Das Wunderland ist voll im WM-Fieber. Das sieht man jetzt noch nicht so richtig so an mir, aber das ändern wir jetzt mal. So, besser. Jetzt sieht man auch an mir, dass die WM ausgebrochen ist. Und deswegen haben wir uns entschieden, dass die heutige Folge von Gerrits Tagebuch 32 Trikots an mir zeigen wird, der teilnehmenden Mannschaften. Und wir haben einen kleinen Fehler eingebaut. Und wer den findet, kann an unserem Gewinnspiel teilnehmen. Ist hier eingeblendet. Schreibt eure Antwort drauf, was der Fehler war, und schreibt drauf, welches Trikot ihr haben wollt. 32 Gewinner werden wir zählen. Wenn da 17 dabei sind, die das Deutschland-Trikot haben wollen, wird es einen Glücklichen geben, der das Deutschland-Trikot bekommt. Also vielleicht am besten Kamerun oder so draufschreiben. Sonst ist die Gefahr einfach zu groß, dass am Ende dann das hier passiert. Liebe Holländer, verzeiht mir den Spaß, der musste einfach sein. Aber es geht ja auch noch schlimmer. Es könnte auch so enden. Sorry to our English friends, I'm just kidding. Okay, die Trikots sind alle Größe M, so als kleiner Hinweis. Und wir werden schon die beste Lösung finden. Unsere Fanfeste hier im Wunderland haben dieses Jahr eine Besonderheit. Wir haben nämlich einen WM-Song gemacht. Und zwar mit einer Hamburger Größe, das Boot, zusammen. Und haben ein tolles Video zusammen hier nachts gedreht. Das müsst ihr euch bei YouTube mal anschauen. Und wir hatten sehr viel Spaß, nicht nur nachts bei den Drehs, sondern auch vor allen Dingen bei der Pressevorstellung. Und dieser WM-Song vom Wunderland und das Boot zusammen wird bei unseren vier Fanfesten hier im Wunderland regelmäßig laufen. Und das Schöne ist, auch live, zum Beispiel in Hamburg oder jetzt in Berlin, auch dort auf den Fanfesten. Und dann werden wir immer schauen, was die Original-WM in Brasilien uns so als Vorlage liefert und immer in lustige Szenen hier das Tagesaktuell einbauen. Genauso tagesaktuell wird unser WM-Block mit Boll und Ernst sein. Das sind unsere beiden Kultfiguren, die wir immer zur EM und WM einsetzen. Und da wird es vor allen Dingen auch lustige Videos geben. Und da sind wir gerade dabei, eins zu produzieren. Und das zeige ich euch mal. Ja, dann würde ich sagen, auf nach Brasilien. Moin Moin! Ja, hier entstehen die kleinen Boll und Ernst Videos. Also wir haben auch ein riesen Studio für unsere kleinen Figuren. Also wir warten jetzt auch noch ein bisschen darauf, dass die WM uns lustige Geschichten erzählt, die wir dann hier in die Boll und Ernst Videos umsetzen werden. Wie zum Beispiel die Italiener vor 4 Jahren. Das haben wir auch in der Anlage wieder eingebaut, diese, sagen wir es mal so, Übung von Freistoßvarianten. So, und was macht ihr momentan gerade? Wir wollen jetzt gleich eine Szene drehen, wo hier die kleine Figur hier sein Bein verliert. Das ist Marco Reus, der ist ja nicht mehr dabei. Und beim Schießen fließt ihm das Bein weg. Und das wollen wir natürlich machen irgendwie. Machen wir hier oder drüben in unserem tollen... Nee, das machen wir auf dem Spielfeld. Auf dem Spielfeld wird sich vieles abspielen über den ganzen WM natürlich. Die ganzen Szenen versuchen wir irgendwie lustig darzustellen oder irgendwas, was uns in den Kopf kommt. So, und wenn es dann an unsere Protagonisten geht, Bolle und Ernst, dann findet das hier in Brasilien statt, ne? Genau. Wo liegt Brasilien? Bei Plön. Bei Plön, okay. Nicht in Südamerika, genau. Mit ihrem Campingplatz dort. Genau, das haben die Modellbauer extra angefertigt, nur für uns. Das ist echt schick geworden. Sieht man auch, glaube ich, in dem Film, wie gut das eigentlich ist alles, wie detailreich. Jedenfalls, ja, die Szenerie ist halt so aufgebaut, dass wir hier einen Campingplatz haben und hier wohnen unsere Hauptcharaktere. Aber die verbringen natürlich nicht die ganze Zeit auf dem Campingplatz, sondern unten am Strand sitzen dann hier unsere Hauptakteure. Bolle und Ernst, und hier ist auch noch Dieter dabei, das ist der Hausmeister vom Campingplatz, der Besitzer. Und ja, die spielen halt dann die ganze Szenerie dort immer. Und wir freuen uns auf die Sprüche. Genau, diese lustigen Sprüche, die zwei immer bringen. So, wenn ihr jetzt hier zum Beispiel was dreht, mit welcher Kameratechnik macht ihr das? Stop Motion. Das heißt, hier... Also ihr macht Kaffeepause? Nö. Nee, wir schießen pro Sekunde immer 12, 13 Bilder. Und die werden dann halt aneinandergereicht. Und das kommt dann, was ich, dann kommen dann meistens so 1000 Bilder raus pro Folge. In etwa. Oha, das heißt aber, bei jedem Bild ist die Figur dann mit der Hand ein kleines genau, Stück jedes, bewegt. Genau, jedes Bild müssen wir ein bisschen bewegen. Die ganze Szenerie. Meistens sind es gibt ja auch 10, wo wir dann irgendwie 20 Figuren haben, die wir alle bewegen müssen. Und dann aber auch im richtigen Winkel muss sie stehen. Sie darf genau, und wir gucken uns dann immer an, ob die auch noch alle gut aussehen, ob die Fussel irgendwo haben oder ob irgendwo was im Hintergrund sich bewegt hat. Das ist immer sehr. Das amüsant und sehr klingend. Also wenn ich das Video sehe, dann sieht das immer wie so ein kleines, eine Minute kurzer Spaß aus, aber wie viel Arbeit dahinter steckt. Das ist Wahnsinn, ja. Das ist Wahnsinn. Aber es macht auch Spaß. Wenn die ich freue mich drauf. Danke. Und ich gehe mal zu den Technikern runter mit einem aktuellen Problem. So, hier sind wir. Und zwar gab es am Flughafen leider in der letzten Zeit Probleme mit den Schlitzschließern. Für die, die es noch nicht wissen, Schlitzschließer sind kleine Mechanismen, mit denen wir den Schlitz, wo die Stangen durchgehen, schließen, damit Flugzeuge und Autos rüberfahren können. Wir dachten damals, dass das ein großes Problem sei und dass das viel Wartung und Reparatur bedeuten würde. Und toi, 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 3 Jahre lang lief es fehlerfrei. Aber ich zeige euch mal ein Video. Auf den Aufnahmen sieht man den Schlitten unter der Anlage langfahren und in dem Moment, wo der Schlitzschließer wegklappen soll, wird dieser zerstört und ein Teil der Platte mit. Zum Glück hatten wir diese Kameraaufnahmen, denn in der Woche vorher sind 5 Schlitzschließer auf einmal kaputt gegangen und wir standen vor einem großen Rätsel, was eigentlich passiert ist. Und dazu zeige ich mal eben als erstes, wie das mit den Schlitzschließern unter der Anlage funktioniert. Das ist ein Teil der Nocke. Die Nocke besteht aus 3 Teilen und ist auf dem Schlitten festgeschraubt und fährt also so lang. Ich nehme jetzt mal das Teil wieder weg. Und hier
An den Kanten sieht man Verschleiß. Der hat sich so über die Jahre eingeschlichen, aber wir dachten immer, dass dieser Verschleiß, der war sozusagen einkalkuliert, kein Problem sei. Aber da haben wir wie so oft die Rechnung ohne eine Kleinigkeit gemacht. Denn oben auf der Nockel sitzt der Kamm, so nennen wir den. Das ist sozusagen der oberste Punkt zwischen den Platten. Hier ist ein Magnetband drauf, damit die Flugzeuge auch, wenn der Schlitten schon sich positioniert hat, in dem Schlitz sozusagen geführt werden. Und wenn man sich das so anschaut, denkt man eigentlich nicht, dass es zum Problem mit den Schlitzschließern kommen könnte, weil die werden hier vorne schon weggeklappt. So, wenn man das jetzt mal sich vor Augen führt, dass ein Schlitzschließer so aussieht, der hat hier seinen Klappmechanismus, das heißt, er schließt den Schlitz zu und wird von dieser Nocke so weggeklappt. So, an der Nocke sieht das jetzt so aus, dass der Schlitzschließer so weggeklappt wird. Durch den Verschleiß hier und an dem Schlitzschließer klappt das Ding einfach einen Tick später runter und hakt mit der Spitze hier vorne gegen den Kamm. Und dann fetzt der Schlitzschließer samt noch mehreren Sachen mit raus. Das war die kleine Ursache, weil wir haben einfach damals nicht bedacht, dass wirklich ein schlecht eingestellter Schlitzschließer oder der Verschleiß dazu führt, dass der Kamm die Ursache des Übels wird. Das erklärt, warum so ein kleiner Effekt zu so einem riesen Schaden führen kann, dass der Schlitzschließer nämlich richtig rausgerissen wird und von der Nocke, die dann unter der Anlage weiter lang fährt, richtig nach oben rausgedrückt wird. Das bedeutet für uns jetzt leider viel Arbeit. Wir haben alle Schlitzschließer schon neu gebaut und fangen jetzt gerade an, die alten auszutauschen. Das ist mehrere hundert Stunden Arbeit insgesamt, viele Nachtschichten. Aber was soll's, was muss, das muss. Aber dafür hat Stefan ein schöneres Thema momentan auf dem Tisch. Hallo Stefan. Moin. Na? Bei Stefan sieht man nämlich gerade wunderbar, dass wir eigentlich immer drei Sachen auf einmal machen müssen. Das eine ist nämlich unter anderem einfach technische Modernisierung. Und da machst du gerade die Area 51. Ja, genau. Also wir hatten vorher jede Menge Servomotoren drin und jetzt war einer gestorben. Und hierfür haben wir jetzt diesen neuen Faulhaber-Motor drin. Muss natürlich neue Adapterplatten machen, hier jede Menge Endschalter reinmachen. Endschalter natürlich auch noch einstellen, den ganzen Kram auch noch irgendwie auf die Platine unterbringen hier hinten hin. Dann noch testen und dann soll es das eigentlich auch gewesen sein. Ich hoffe, dass wir es heute oder spätestens morgen früh wieder reinsetzen können und dann ist das auch wieder erstmal fertig. Das ist nämlich ein Part, dass Sachen, die kaputt gehen oder schlecht funktionieren, einfach ständig überarbeitet und verbessert werden. Genauso, dass in der alten Anlage wir immer dabei sind, alles schöner zu machen und auch neue Details reinzubauen, wie zum Beispiel dieser coole Zug. Ja, und den habe ich mit meiner neuen Lieblingsfarbe bemalt, einer Rostfarbe, also keine Rostschutzfarbe, sondern eine Farbe, die rostet. Das ist einmal eine Grundierung, die muss man als erstes auftragen, dann muss man warten, bis das trocken ist, dann kommt ein Mittelchen rauf, was das Zeug wirklich zum Rosten bringt und am Ende noch eine Versiegelung. Wenn man sich das jetzt anguckt, fühlt sich nicht nur rostig an, sondern es sieht wirklich bis in den Tiefen so aus. Das sind jetzt die letzten beiden Wagen, cool. Die anderen habe ich schon oben auf der Anlage und guck mal, das ist der Vergleich, so sah es vorher aus, bis es aus der Packung kommt und das ist das, so wie sie bei uns auf der Anlage aussehen. Können wir eigentlich bei Freddy aufs Auto schmieren, ne? Und dann, wenn es abends regnet und am nächsten Tag staunt er richtig. Ich sehe schon, wie er zu seinem Händler fährt und sagt, hey, mein halbes Jahr altes Auto rostet. Sehr gute Idee. Nach dem Altern habe ich das Ganze dann noch ein bisschen gerostet, also sprich, ich habe drinnen ein paar Spuren reingemacht, wie sie vom Erz entstanden sein müssen, wenn das so wirklich gefahren wäre. Und halt ein bisschen Abrieb von den Bremsen, also ein bisschen schwarz hier, ein bisschen schwarz da und ja, den werde ich auch gleich mit auf die Anlage setzen und dann ist das Züglein auch komplett. Ja, also ich denke, das wird auf jeden Fall einer meiner neuen Lieblingszüge werden auf der Anlage. Der sieht so schön rostig und irgendwie auch so urig aus und ja, mir gefällt er einfach. Ich finde ihn auch super und die Idee mit dem Rost finde ich genial. Ich habe den Zug in Skandinavien schon bewundert, das sind jetzt die letzten Waggons und man kann ihn da schon seine Runden drehen sehen und das ist wirklich ein toller Zug geworden, weil er so super realistisch aussieht. Aber wir haben noch ein drittes Thema, sagte ich, hier auf dem Tisch und zwar, das ist immer der Neubau, der neuen Abschnitte. Und da sind wir ja beim Italien-Abschnitt gerade extrem beim Thema Vesuv dabei. Da möchte ich mich ganz herzlich für alle Zuschriften bedanken. Es ist auch so Liquids worden oft genannt. Wir haben das alles ausprobiert und sind doch zu dem Entschluss gekommen, dass wir jetzt an dem Original-Vesuv, der oben ja schon als Stahlgestell steht, anzufangen, die Technik, wie wir sie uns ursprünglich vorgestellt haben, einfach mal einzubauen. Und wir haben uns so ein bisschen entschlossen, dass der Vulkanausbruch sowieso nachts besser stattfinden sollte und mit Rauch und Sound. Und mit dem Sand, wie wir ihn am Anfang benutzt haben, den Kinetik-Sand, und zwar angestrahlt durch einen Videobeamer, einen sehr hochleistungsfähigen, das zu beleuchten. Mit ein paar Unterstützungen von LEDs nochmal unter dem Lavastrom schätzen wir, dass das Ergebnis toll werden wird. Und das probieren wir jetzt einfach mal aus. Das dauert sicherlich ein paar Monate. Dann können wir zur Not immer noch eine andere Idee umschwenken. Bei YouTube oder im Blog haben viele von euch sich auch mal gewünscht, ich soll mal was über die Stromversorgung erzählen. Ich denke mal nicht, ich zeige euch jetzt den Hausanschlusskasten und das war's, was interessiert, sondern eher, wie die Züge und wie die kleinen vielen Lampen und die Autos mit Strom versorgt werden. Das zeige ich euch jetzt mal. So, hier stehen wir unter der Schweiz, weil hier viele Züge fahren und schöne Schattenbahnhöfe sind. Denn all diese Züge müssen mit Strom versorgt werden. Auch jedes Gleis hat an jeder Stelle Strom. Und das zu erreichen, haben wir sogenannte Booster. Das sind Geräte, die wir auf unsere
Bedürfnisse zugeschnitten haben und die alle immer vorne an der Anlagenkante stehen. Die stehen extra so dicht an der Anlagenkante, damit wir gut rankommen. Falls es immer mal Probleme gibt, ein Gerät getauscht werden muss, damit das schnell geht. Und dort vorne an der Anlagenkante stehen auch die Computer, die das Datensignal generieren. Denn das Digitalsignal, also das Steuersignal, die Befehle für die Züge werden über den Strom in die Gleise transportiert. Wir haben insgesamt, wie gesagt, knapp 400 Ausgänge mit 16,5 Volt und 3,5 Ampere Maximalleistung. Das sind insgesamt 22 Kilowatt Stromleistung, die das gesamte Wunderland für die Züge sozusagen zur Verfügung stellt. Und wir haben es so berechnet, dass maximal 3 Züge pro Stromkreis uns so im Worst-Case-Szenario, wie wir es vorstellen können, dass das von der Leistungsaufnahme her klappt. Denn die Züge verbrauchen relativ viel Strom, gerade wenn es Personenzüge sind. Dann gibt es noch das entscheidende Thema Oberleitung. Wir werden wirklich oft gefragt, warum wir eine Oberleitung haben, aber sie nicht nutzen. Technisch brauchen wir es nicht, weil das Digitalsignal alles erledigt, was wir brauchen. Also wir brauchen keinen zweiten Stromkreis über die Oberleitung, wie man es früher gerne brauchte. Und wir haben einfach 1100 Züge, 13 Kilometer Gleis, so viel Oberleitung, 10 Stunden am Tag geöffnet, 365 Tage im Jahr. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann ein Stromabnehmer abreißt oder durch Verschleiß auseinanderbricht und an einem Mast der Oberleitung hängen bleibt, so groß und der Schaden ist so immens dann, weil ganze Stücke der Oberleitung eingerissen werden. Also verzichten wir leider auf dieses sehr schöne Detail, dass die Stromabnehmer angelegt sind. Aber es geht leider nicht anders. So, neben dem Bahnstrom gibt es auch Signale, Weichen oder ähnliche Sachen wie Bahnübergänge, die auch irgendwie mit Strom versorgt werden müssen. Und dafür gibt es hier zum Beispiel an der Wand oder auch unter der Anlage an diversen Stellen die Schaltdecoder, Signaldecoder und ähnliches, die also diese ganzen Befehle ausführen. Und auch mit Strom versorgt werden müssen unsere mehrere hunderttausend Lampen und unsere kleinen Kräne, die sich bewegen und so weiter und so fort. Das funktioniert heutzutage zumindest bei uns über solche Netzteile. Die liefern ungefähr 200 Watt Ausgangsleistung mit 16 Volt. Das heißt, da wir 220 Stück davon im Einsatz haben, bedeutet das, dass wir 44 kW Strom verbrauchen, nur für die kleinen Leuchtdioden. Das ist, wie gesagt, die aktuelle Technik. Wir bauen seit Jahren unsere veraltete Technik aus, nämlich sogenannte Gleichrichter. Die sind an verschiedenen Orten in der Anlage auch eingebaut. Die machen aus Wechselspannung Gleichspannung. Hat super funktioniert, aber es gab Probleme bis hin, dass uns mal sowas richtig um die Ohren geflogen ist. Da haben wir gesagt, lieber diese Technik einbauen damit. Fühlen wir uns wohler. Und von hier aus geht der Strom zu unseren Mivo-Leitkarten. Die sind überall unter der Anlage verteilt, haben nämlich 24 Ausgänge. Von hier kommt der Strom rein und das Datensignal vom PC. Denn der PC entscheidet ja, wann jede einzelne Lampe an- und ausgeschaltet wird. Das passiert dann hier mit den Mikrocontrollern. Und das sind die Ausgänge zu den einzelnen Lampen, Motoren oder was auch immer das Ziel ist. So, dann gibt es noch ganz viele andere Sachen, wie die Ladestationen für die Autos, wie die Weichen für die Autos, wie die Startkatapult von den Flugzeugen und vieles mehr. Zusammen kommen wir über 100 Kilowatt Stromleistung für die Modelleisenbahnen, Autos und Lichter insgesamt. So viel zum Thema Strom. Und wegen dieser schönen U-Bahn enden wir sozusagen genau da, wo wir angefangen haben, am Hamburger Fanfest, weil das ist die neue, stolze DT5 der Hamburger Hochbahn. Und mit der Hamburger Hochbahn zusammen haben wir eine tolle Aktion gemacht. Wir haben echte Menschen in klein geschrumpft und in diese neue DT5-Bahn reingesetzt. Wir haben das erste Mal einen 3D-Drucker dafür eingesetzt, weil seit Jahren warten wir auf den Moment, dass diese Technik A gut genug wird, damit sie unseren Ansprüchen gerecht wird. Aber wir stellen fest, das geht noch, dauert noch einige Jahre, bis die Qualität so gut wird bei den Druckern. Und vor allen Dingen, es ist ein riesen Aufwand, diese Vorlagen dafür zu erstellen. Aber nichtsdestotrotz, wir haben einen tollen Termin mit der Hamburger Hochbahn gehabt, den wirklich alle begeistert haben, vor allen Dingen diese neue U-Bahn. So viel für heute sozusagen aus dem Wunderland. Und ich kann nur sagen, sucht den Fehler mit den Trikots. Einen haben wir versteckt und wer ihn gefunden hat, hier ist das Gewinnspiel. Dazu sage ich viel Glück. Vielen Dank wie immer fürs Zusehen und verabschieden möchte ich mich heute besonders mit Bildern von der DT5. Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor!